Ja, hallo. Und hier sind wir wieder in der Wisdom Factory. Ich bin die Heidi Hörnlein und ich bin in Italien. Und wir sind auch im Rahmen des Integralen Forums als Online-Salon unterwegs. Und da habe ich vor kurzem Barbara von Maybaum interviewt über Macht und Weiblichkeit, Macht und Liebe vereinen. Und Regina ist heute mit mir da, Regina Hunschock. Und sie arbeitet seit langer Zeit an, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Feminine Empowerment. Früher nannte man das Feminismus. Und ich dachte, wir könnten da ein bisschen weitersprechen. Ich übergebe gleich mal an dich, wenn du was über dich sagen willst. Aber wir haben ja vorher schon mal ein Interview gemacht zusammen mit der Verena und ich kann das verlinken. Und da brauchst du eigentlich zu deiner Biografie vielleicht nur das Allernötigste sagen und dann gehen wir gleich ins Thema, okay? Ja, danke. Schön, dass wir uns treffen können, ihr Adelheid, und dass wir so den roten Faden oder auch vielleicht den goldenen Faden spinnen. Man könnte auch in der weiblichen Termini sagen, die Nabelschnur. Aha, ja. Machen wir ein bisschen länger. Genau, du hattest ja letztens die Barbara von Maybaum und das fand ich sehr schön, das Interview. Und Barbara hat so schöne Stichworte gesagt. Da habe ich gedacht, ja, den Faden würde ich gerne aufgreifen, lass uns mal schauen. Und um mich vorzustellen, vielleicht reicht das, dass ich ja schon lange im integralen Forum auch aktiv bin und vor allem auch mit dem Frauenfeld, dem weiblichen Bewusstseinsfeld. Und ich habe mich ja schon persönlich ganz viel mit Feminismus, Weiterentwicklung von Feminismus, früheren Feminismus, vielleicht den nächsten Feminismus, die nächste Welle beschäftigt und war da kürzlich ja auch mal in der Pilgerinreise. Das ist in den integralen Perspektiven ja auch öfter mal schon aufgetaucht. Und heute dachte ich, wäre ganz gut, wir greifen mal so ein paar Schlagworte auf. Was ist eigentlich Feminismus? Wie war der früher? Barbara hatte so ein schönes Wort wie genuine Weiblichkeit gesagt. Barbara und ich, unsere Leithof, die ist ja auch bekannt im integralen Forum, macht die integrale Organisationsentwicklung, haben wir ja viel darüber gesprochen. Also wie hängen eigentlich die Urform des Feminismus oder vielleicht auch vorpatriarchale Urweiblichkeit mit den heutigen Fragen zusammen? Also was fehlt vielleicht im Feminismus? Oder was fehlt der weiblichen, mythologischen oder sakralen Weiblichkeit vom Feminismus? Und warum treffen die beiden sich nicht? Und das ist so mein Anliegen auch in meiner Reise gewesen. Also diese beiden Typen oder Ebenen oder auch geschichtlichen Zeiten miteinander zu verbinden. Und ich glaube, da macht es Sinn, das mal zu definieren. Oder wie siehst du das? Ja, das ist gut. Und ich würde dich gleich erstmal fragen, was auf dieser Pilgerreise geschehen ist und zu welchen Einsichten du da gekommen bist. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin da gerade erst mal einen Monat wieder jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, da wo ich sonst auch normalerweise wohne, in der Nähe von Dortmund, Recklinghausen. Und ich bin wie, ja, so kann man sagen, am Auswerten. Am Auswerten des einen Jahres. Und ich konnte schon so sagen, ja, man braucht mindestens ein zweites Jahr, um die Fäden wirklich weiterzuentwickeln. Und ich habe vor allem ja auch nach einem Ort gesucht, wo Frauen, Menschen, Männer und so weiter zusammenkommen, um ja tiefer in diese Fragen der Weiblichkeit und Männlichkeit einzutauchen. Und habe Menschen gesprochen auf meiner Reise in der Schweiz, in Österreich. Ich war ja viel in der Schweiz. Und habe Orte angeschaut und Gespräche geführt mit Menschen, von denen ich weiß oder die ich neu kennengelernt habe, die sich auch selber mit dem System beschäftigen, mit dem Feminismus. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe die Petra Künkel getroffen, die ist normalerweise in Potsdam, macht das Collective Leadership Institut. Die kannte ich von früher, die hatte Bücher geschrieben in meinem Frauenbuchladen, den ich mal in Dortmund hatte. Und dann habe ich die in Österreich auf meiner Reise auf der Denkumenta getroffen. Das sind alle 5 Jahre treffen sich da Denkerinnen im deutschsprachigen Raum Österreich, Schweiz, Deutschland. Die war dann auch da. Ich habe mich riesig gefreut. Sie hat sich kaum noch an ihre eigenen Bücher erinnert. Das war aber so ein Faden, den wir aufnehmen konnten. Und er hatte damals auch so feministische Bücher geschrieben und macht jetzt Collective Leadership Programme international. Und wir kamen ins Gespräch darüber, sie ist auch Mitglied im Club of Rome, dass wir eigentlich ein weibliches Referenzsystem brauchen. Also wenn man sagt Macht und Liebe, es gibt vielleicht auch so Grundlagen, die Barbara oft auch bespricht. Ne? Wir brauchen die Grundlagen, wir brauchen die Gender Balance, wir brauchen die Werte, wir brauchen Leitfäden, vielleicht auch Maßstäbe und das praktisch zu übersetzen, und das war die Idee von Petra, wir brauchen Frauen, die in bestimmten Führungspositionen sind in Ökologie, Ökonomie, soziale Innovationen
um da herauszuarbeiten, was kann ein weibliches Referenzsystem sein, was uns stärker in unserer genuinen Macht, sag ich mal mit Barbaras Worten, wirklich unterstützt und gegenseitig stärkt. Also auch so, dass wir voneinander wissen, dass wir eine Frau, die vielleicht eine schwierige Position hat oder ein großes Thema transportieren muss, dass sie da nicht alleine steht. Ne? Und dass sie Referenzpunkte hat aus der Geschichte, aus der Gegenwart, aus der Zukunft. Was können da Beiträge sein von uns, auf die sie sich beziehen kann. Ne? Das war so ein schönes Beispiel meiner Reise. Und wir sind auch noch im Austausch dazu, also wie das weitergehen kann. Ja, und meine Reise hat natürlich einen Namen. Das ist die Feminasophie. Und damit möchte ich eigentlich einen Zusammenhang herstellen zwischen Geschichte, Gegenwart und Zukunft, von Feminismus, Feministen oder aber auch Frauenbewegung und Emanzipation. Und weil es ja natürlich auch integral gedacht ist, ist es gut, in die Geschichte zu gucken, um auch zu sehen, also wo haben wir uns in welchen zeitlichen Ebenen, Räumen von bestimmten Dingen noch abgekoppelt, dissoziiert. Und die These kann man weiterhin aufrechterhalten. Also wir haben uns mit Sicherheit auch abgekoppelt von der großen Muttermatrix. Kenneth Wilber hat das ja auch mal sehr deutlich beschrieben. Also mit den weiblichen Aspekten unserer Göttlichkeit. Und die wieder zu erinnern, zu aktualisieren, ist mein Ansinnen. Und ich sage auch immer schön in der Sprache, ist ein Update. Also die große Mutter kann nicht wie vor 5000 Jahren so benutzt werden oder eingebracht werden. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die in unsere Sprache, in unsere Gegenwärtigkeit bringen. Und was ist das? Und dann vielleicht mal noch mal einen Punkt, dann können wir noch mal gucken, so mit den Fragen. Ich glaube, dass die alte, die urzeitliche oder auch die vorpatriarchale Kraft unserer weiblichen Erfahrungswelt, der weiblichen Maßstäbe im Schatten steckt und weil sie halt esoterisch oder biologistisch verbrämt werden kann und die akademischen Feministinnen, ja, die sich mit Gender und Gender Mainstreaming und die auch heute in den Frauenberatungsstellen und Frauen- und Gleichstellungsstellen zu finden sind, haben damit immer die Mühe, weil sie natürlich die Sorge haben, wir werden zurückgedrängt in so typisch weibliche Sphären und ja, und auch die rechte Rhetorik, die rechte Rhetorik, rechte Politiker nutzen das ja auch so. Die Sehnsucht der Frau nach dem Weiblichen wird dann plötzlich wieder in so eine Mütterideologie gegossen, mit der wir nichts anfangen können und auch nicht sollten, ja. Also sehr vielschichtig. Aber die Frage lautet ja, wie kommen wir Frauen und auch mit Männern gemeinsam in unsere genuine Macht? Und was sind vielleicht verschollene oder verschüttete weibliche Aspekte? Und wie können wir die definieren und wie können wir uns da ein Referenzsystem aufstellen? Ich finde es jetzt, das war ja eine ganze Menge, ne? Und ich habe mir, also kam mir ständig jetzt Gedanken durch den Kopf. Ich denke, wir wissen gar nicht mehr nach all den Jahrhunderten von, wie die Geschichte halt gelaufen ist, was genuine Weiblichkeit ist und genuine Männlichkeit. Wir haben so eine Idee, aber ich glaube trotzdem, was jetzt als Männlichkeit letztendlich rausgekommen ist, ist nicht die genuine Männlichkeit, sondern irgend so eine komische Überstruktur und dasselbe mit Weiblichkeit. Ne? So, dass wir eigentlich beide Geschlechter des die Notwendigkeit haben, einmal zu gucken, was macht uns denn wirklich aus. Die Männer haben natürlich in der Vergangenheit, so in meinem Empfinden, natürlich nicht alle, aber so im Allgemeinen mehr so das Alpha-Dings gehabt, ne? Dass sie also dachten, sie seien irgendwer. Ne? Und insofern sich definieren über solche äußerliche, sagen wir mal, Definitionen und die Notwendigkeit nicht hatten, sich neu zu definieren. Während Frauen eben das Gefühl hatten, also irgendwie ist nicht so recht. Ich möchte doch irgendwie ein bisschen mehr, ich will nicht mal sagen, ich selbst sein, sondern verbunden sein mit dem, was mich ausmacht. Ne? Und deswegen haben wir ja angefangen mit dem Feminismus und das waren ja auch ein ganz guter Impuls und hat ja eine Menge gebracht. Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir heutzutage weitergehen? Du hast gesagt, dass du mit dieser Petra gesprochen hast und was sagte sie? Weibliche Referenzsystem, dass wirklich, wir brauchen das, weil wir im Grunde ja keine
Role Models haben als Frauen. Wir wissen nicht wirklich, welche Frauen wir nacheifern sollen. Die Frauen, die möglicherweise was haben, was wir gerne hätten, die wurden so abgekanzelt als in den vergangenen Jahrhunderten, nicht? Die waren irgendwie entweder verrückt oder sonst irgendwas, aber halt Künstler. Als Künstlerin ging es vielleicht gerade noch, aber weiter nicht. Also hat es irgendwie gesellschaftlich ein bisschen negatives Bild gehabt. Und trotzdem haben die was, was wir gerne hätten, nicht? Und was ist jetzt heute, wie können wir ein positives Bild finden, beziehungsweise Menschen finden, die das verkörpern und dann uns verbinden? Das heißt... Ja, es ist ein großer Wurf, ne? Also, und ich glaube, das hast du am Anfang in unserem Vorgespräch gesagt, dass es gibt dann auch die jüngeren Frauen, die vielleicht zu wenig wissen von der Frauenbewegung der letzten 100 Jahre. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Mann gesprochen, der ist 42 Jahre alt, ein Trainer aus Leipzig, der macht was zum Thema toxische Männlichkeit. Super tolle Ideen, hat das wirklich super aufgearbeitet. Und er ist da wirklich bei seinem eigenen Geschlecht und bei den Männern. Und er fand das Gespräch mit mir so interessant, weil ich praktisch 20 Jahre älter bin als ich, also nicht ganz, ja, also, aber eine Generation von Frauen bin, die Ursprünge der zweiten deutschen Frauenbewegung mitbekommen hat und was ich da alles erlebt habe und welche Bücher es gab, das kannte der alles gar nicht. Und er hätte am liebsten noch stundenlang mit mir gesprochen. Da habe ich gedacht, ja, das ist genauso. Wenn man da sehr achtsam mal die Generation von uns fragt, wie war das damals, ja, dann glaube ich, das ist ein Punkt für die junge Generation, eine Wissensweitergabe. Und wenn ich das mal kurz überschlage, wir haben die Industrialisierung, sag ich mal, als Standort, wo die männliche und die weibliche Sphäre sind ja dann getrennt worden, ne? Wo wir ja dann früher auch noch mehr in Gemeinschaften und in Höfen und Gemeinschaftskulturen gelebt haben. Ja, dann kamen die Fabriken und so weiter. Und da gab es eine Trennung zwischen den Geschlechtern, also sehr, sehr deutlich. Und damit ist die öffentliche Sphäre, ne, die gehörte dann den Männern. Und man kann in der Geschichte auch sehen, dass sämtliche Strukturen, sämtliche Systeme, ob Politik, Wirtschaftsunternehmen und so weiter, Organisationen aller Art, sind alle von Männern aufgebaut worden. Man kann das auch in der Städteentwicklung sehr gut sehen. Großstädte, London, New York oder Amsterdam. Da siehst du am Anfang nur die Männer. Entweder sind die Männer die Architekten oder die Männer haben das Geld oder die Männer bauen irgendwas auf und dann werden die Städte vergrößert. Und da war noch nicht eine Frau beteiligt. Dann siehst du, wo waren denn eigentlich die Frauen? Ja, die waren in der häuslichen Sphäre, entweder im bürgerlichen Milieu, ne? Waren sie mit der Kindererziehung oder mit dem Hauswirtschaften beschäftigt oder im Arbeitermilieu. Haben wir dann auch die Frauen in den versklavten Arbeitsbereichen gehabt, die Fabriken und so weiter. Also von daher ist der Sprung der Frauenbewegung, also die erste Emanzipationswelle, ganz klar eine rechtliche gewesen. Also ne, Frauen mussten ihre Rechte bekommen, wählen dürfen, war ja ein ganz wichtiger Aspekt. Gleiches Geld für gleiche Arbeit, das Nicht-Versklaven von Männern wie Frauen, das war denen ja damals enorm wichtig. Und von daher kann man sagen, sowas wie die erste Welle war auf alle Fälle, viel ging es um Rechte. Und bei der zweiten deutschen Frauenbewegung oder westlichen Frauenbewegungswelle, das war so 60er Jahre, kam auch mit der Friedensbewegung, da haben die Frauen sich sehr viel damit beschäftigt, also Selbsterfahrung. Wer bin ich? Wie fühle ich? Was sagt mein Körper? Paragraph 218, ja? Ich will selber draußen in der Öffentlichkeit, ich will mein eigenes Geld verdienen, ich kann meine eigene Frau stehen. Das heißt, das war das eigentlich die Emanzipation vom Mann weg. Die Frauen mussten sich eigentlich vom Mann weg emanzipieren, von einem männlichen dominatorischen Vorbild. Und gleichzeitig war das aber eine Gender-Emanzipation der Gleichberechtigung in die bestehenden Strukturen, die am Anfang natürlich von Männern dominiert worden sind. Und damit kann man sagen, es ist wie so ein Paradox, die Frauen haben sich mit sich selbst beschäftigt, aber sind auch ein bisschen vermännlicht, indem das Durchgegenderte eigentlich das, was wir vielleicht als Weiblichkeit im Moment suchen, was ist das genuine Weibliche, da drin auch vergessen und verloren wurde. Und von daher könnte man jetzt sagen, ist die dritte oder auch die vierte Frauenbewegungswelle im Westen ja vor allem, weil Frauen in Indien oder in anderen Kontinenten haben ja ganz andere Emanzipationsschritte vor sich oder manche auch schon gemacht, die wir noch machen müssen, ja. Und die Frage nach Körper, finde ich, ist im Moment wieder sehr stark. Also was ist weiblich, was ist ein Frauenkörper, welche Organe besitze ich, was habe ich da für eine biologische Macht, auch indem ich Leben schöpfen kann, Lebendigkeit schöpfen kann, was sind weibliche Erfahrungswelten, was können das für Maßstäbe für Kultur, Ökologie, Pflegeökonomie, alles, was wir gerade diskutieren, soziale Innovationen sein.
Und welches Selbstbewusstsein brauchen Frauen, praktisch ihren Körper auch wieder ins Spiel zu bringen, ohne aber, ja, Schwäche und Biologie und ja, kriegt mal die Kinder, bleibt mal schön zu Hause, finden wir ja toll, dann wollt ihr Frauen ja nicht in die Vorstände, ja? Jetzt geht es daran, also das Weib, die weibliche Erfahrungswelt auch mit den ökologischen und ökonomischen Grundbedingungen im äußeren Rahmen einzubringen. Und das haben die Frauen ja in den letzten 20, 30 Jahren oft gesagt, was sie wollen, was sie brauchen. Das ist eigentlich definiert, aber die Männerbewegung, die müsste uns noch sagen, wie sie sich eigentlich das Mannsein und das Vatersein und das in der Welt sein. Ne? Da finde ich, da gibt es noch zu wenig Vorschläge von den Männern. Dann kommt es manchmal so, dass die Frauen immer den Männern erklären wollen, ja, wir wissen das doch schon, ja, geht's lang und das brauchen wir von euch, ja. Gibt es auch wieder diese Reibung und ich glaube, die Männerarbeit, die wir bräuchten, ist, wie stelle ich mir eigentlich die Welt als Mann vor in einer befreiten Männlichkeit vor diesem Patriarchat, was Männern ja auch nichts nutzt, wenn sie auch keine Vorteile mehr davon haben. Mir sind jetzt folgende Sachen eingefallen. Einmal, die Premierministerin von New Zealand, die hat ihr Baby mitgenommen in die Politikrunde, in die Öffentlichkeit. Das war ja bislang absolut unmöglich, dass man die Kinder mit zur Arbeit nimmt, irgendwie, dass man musste das trennen. Und in meiner Generation war es so, also entweder du kriegst ein Kind und dann bist du halt irgendwie zu Hause gefesselt oder abhängig vom Mann, oder du kriegst eben keine und dann kannst du die Karriere machen. Das war eigentlich so das Credo von damals. Die Frage ist, wie sieht das heute aus? Wie ist eine Vereinbarung möglich? Und da komme ich zu dem nächsten. Ich habe das Gefühl, was wir als Frauen lernen, ist ein genuines Selbstbewusstsein, wozu eben auch die Biologie gehört, dass sich eine Frau auch entscheiden kann, Kind zu haben und auch eine Weile für das Kind nur da zu sein und eben keine große Karriere zu machen in dem männlichen Sinn. Die Frage ist, gibt es nicht auch andere Wege, um eine Karriere zu machen? Aber das kommt dann erst einmal später, ne? Aber dass eben nicht die Wahl besteht, also entweder Kinder oder Karriere. Und dann vor allen Dingen in meiner Zeit damals wurde das ja also ganz komisch angesehen, wenn eine Frau gesagt hat, na, sie möchte heiraten und eine Familie haben und Kinder haben. Das war wie, ha, wie kannst du nur, ja? Und das ist eben auch nicht so super gut, dass wir uns selber diese Kreativität, die wir ja haben, biologischer Art, dass wir die ganz wegdrängen, um so zu werden wie die Männer oder das leisten zu können wie die Männer. Also der langen Rede kurzer Sinn, wir brauchen ein neues Selbstverständnis als Frau, die auch das, was wir als Frau in den traditionellen Bereich von Caring und so, dass das wertgeschätzt wird. Erstmal von uns. Ne? Was wir ja oft tun, ist es verlangen, dass die anderen das wertschätzen und wir selber schätzen es nicht wert. Also ich finde, das muss von uns kommen, dass wir das genuin Weibliche, unsere Talente, die wir ja doch größtenteils, nicht alle Frauen, aber doch, sagen wir mal, prozentual gesehen doch haben, dass wir die selber erstmal wirklich wertschätzen und dann entsprechend auch dafür eintreten und eine neue Art finden, wie man das vereinbaren kann mit unserem Leben in der Öffentlichkeit. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Schritt, vor dem wir auch stehen. Und es gibt viele Politikerinnen, die sich ja auch dafür einsetzen, sei es auch mal eine Vier-Tage-Woche. Ne, zum Beispiel hat auch gerade Katja Kipping und noch eine andere Professorin für Sozialpädagogik in der Universität Göttingen hat das letztens als Programm auch mal kommuniziert. Also es kommt ja öfter vor. Aber ne, wenn man in die Geschichte guckt, kann man ja sehen, dass bisher die wichtigsten Schritte, die eine Frau in ihrer Emanzipation tun konnte, sind bisher immer nur von Frauen gekommen. Ne, die Frauen haben dann die Parlamente gestürmt und sind auf die Straße, die Suffragetten haben ihr Leben eingesetzt. Also ich würde mal die These wagen, diese nächsten Veränderungen kommen auch erstmal von uns Frauen, die sagen, wir fordern das, wir wollen das so, wir stürmen die Rathäuser, was auch immer, und bringen das allmählich mit ein, dass es einfach nicht so bleiben kann und zurückgedrängt zu werden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, gerade auch in der heutigen Zeit. Und erstmal glaube ich, dass wir Frauen da zum Teil da selber für sorgen werden. Aber es gibt mittlerweile ja auch genügend junge Männer, die das auch toll finden und unterstützen können. Und dass wir, für mich ist das auch so ein bisschen grundsätzlich ein Umkrempeln unserer ganzen Gesellschaft. Also was ist eigentlich der Mastermind, also unsere Matrix dahinter, wie wir Gesellschaft verstehen? Verstehen wir Gesellschaft von der Produktionsleistung her?
also das, was sie in der äußeren Sphäre als Arbeit verstehen und vorbringen. Danach ist ja Steuergesetz und Rentengesetz und so weiter, ist dem ja alles nachgeordnet. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen nicht mehr von dem Einversorger-Ehemann-Modell aus mit dem Ehegattensplitting und würden sagen, wir setzen die kollektive Fürsorge. Das ist mein Feminasophie-Ansatz auch. Also so ein Shift im Kopf hinzukriegen, also wenn wir eine kollektive Fürsorgementalität denken können, die sowohl Männer wie auch Frauen betrifft, also wir uns als Gesellschaft bringen uns selbst in eine kollektive Fürsorge-Paradigma, dann kann ich das nur von der weiblichen Seite aus betrachten, weil ich kann nicht sagen, ja, ich gehe jetzt in meinem Pilgerjahr los und suche einen Ort für das Männliche. Ich kann nicht sagen, ich suche eine Kirche für was Männliches, weil Jesus, Gott, ne, all diese Formen, die haben wir ja schon. Also kann ich sagen, ich sage, das ist ein Weiblichkeitsaspekt, der aber in unserer Seele als Ethik oder als Partnerschaft, als Kooperation ja vorhanden ist. Aber das kann ich nur dadurch hervorbringen, indem ich im Moment so ein bisschen mehr die weibliche Matrix stärke, der verhelfe, groß und stark zu werden und auch verstanden zu werden, um dann eigentlich als Menschheit mehr so eine fürsorgliche, partnerschaftliche Gesellschaft auch mit der Erde, mit unserer Natur, ne, verbinden, nicht trennen, kooperieren, kommunizieren, reden miteinander, ausprobieren, Räume schaffen. Ja, alles Räume, wo dann auch, wenn Frauen da in Position sind, ihre Kinder mitbringen können, der Vater da ist, ja. Und ich meine, die Betriebs- oder Werkskindergärten, die gibt es ja auch, ja. Das ist ja auch eine Bewegung aus der Mütterbewegung vor 30 Jahren mal gewesen. Also große Unternehmen haben ja dann auch betriebseigene Kindergärten eingebaut. Das gibt es ja auch zum Teil immer noch. Das muss alles immer noch gestärkt werden. Es ist immer noch so marginal, zu marginal. Und natürlich muss die Politik da mitmachen, aber auch in der Geschichte kann man ja sehen, wenn von uns Menschen, von uns Bürgern und Bürgerinnen etwas im Mainstream kommt, stark genug wird, dann muss der Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin handeln. Vorher wird ja oft nichts gemacht. Also wir müssen einfach durch persönliches Leben auch viel stärker werden. Und ich glaube, da können wir Frauen mit einer großen Kraft jetzt auch wirklich Vorbild sein, in die Öffentlichkeit gehen und die Systeme mitreißen. Ja? Ich denke daran, dass es ja im ehemaligen Osten das gab, Werkskindergärten, und dass die Frauen, soweit ich das erlebt hatte, wenn sie im Beruf waren, ein ganz anderes Selbstverständnis hatten und nicht so gemobbt wurden, und wie das im Westen der Fall ist. Oder wie nennt man das? Also nicht wirklich, mehr so wie, naja, Frau ist doch eigentlich ein Sexobjekt, ne? Das war, glaube ich, im Osten nicht so der Fall, wie das im Westen ist. Und auch, ich glaube, Rabenmutter. Den Begriff Rabenmutter gab es in der ehemaligen DDR nicht. Das ist ein westdeutscher Begriff. Ja, du warst eine Rabenmutter, wenn du deine Kinder zu Hause liest oder die in den Kindergarten brachtest. Was ja auch stimmen kann, es kommt immer auf das Maß an und auf das Wie, ne? Denke ich mir. Also es ist nicht automatisch, dass du keine Rabenmutter bist, wenn du nie mehr zu Hause bist. Ja? Also das ist es ja auch nicht. Also es geht um neues Selbstverständnis und was die Frauen sich selber erschaffen möchten. Aber du sprachst vorhin von toxischer Männlichkeit. Und ich denke, wir haben auch zu arbeiten an toxischer Weiblichkeit. Denn was ich oft sehe, ist, dass Frauen zwar gleichberechtigt und alles tipapo haben wollen, aber trotzdem genauso wie früher von ihren Männern erwarten, dass sie sich ihnen alle Wünsche erfüllen und dies und so manipulativ, sie anders haben wollen und sie dirigieren und dies und das. Und das ist, was ich unter toxischer Weiblichkeit verstehe. Wir müssen das aufgeben, wenn wir wirklich zum gleichberechtigt werden können. Wir können nicht nur fordern, dass die Männer machen sollen, ja, und gleichzeitig auch unsere eigenen komischen Art und Weisen, wie wir die Männer behandelt haben, nicht aufgeben. So, was sagst du dazu? Ja, das ist eine alte Diskussion. Ich kann mich daran erinnern, hier Tom Steininger und Evolve, da war ich mit der Katrin Karnit, haben wir da auch mal ein Seminar zugemacht, wo das hieß damals bei Evolve die freie Frau. Und da ging es genau darum, dass die Frauen sozusagen ihre Machtmittel auf der Ebene nicht einsetzen oder schauen, was machen wir denn da eigentlich. Aber ich würde jetzt auch mal so eine These wagen. Also ich glaube, dass so patriarchale Milieus sowas wie verderben. Also sie verderben sowohl das Männliche als auch das Weibliche in ihrer tiefen, sakralen, ursprünglichen Kraft. Also es ist wie, als wenn du
irgendwas in eine schlechte Suppe reinhältst, ja, und dann wird das auch alles schlecht, was du in die Suppe tust, weil es schon sauer ist, ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn eine Frau, und das ist ja auch die Frage, die wir vor uns haben, die ich in meiner Feminasophie-Reise noch zukünftig weiter beantworten möchte, ist die Aneignung unseres weiblichen Körpers, der weiblichen Kraft, die da in uns steckt, auch in dem Rahmen von Transgender und Intersexualität und alle möglichen Geschlechter, das müssen wir ja auch immer stärker berücksichtigen. Das ist für mich dann auch eher so eine Auflösung, ein fluides Geschlecht in Richtung Menschwerdung. Und trotzdem haben wir aber bestimmte Schwerpunkte im Frauenkörper oder im Männerkörper mit bestimmten hormonellen Zusammensetzungen, wo ich glaube, dass es auch Sinn macht, sich wieder den Begriff Frau anzueignen, weiblich anzueignen, ohne in die alten Geschichten zu kommen. Das wäre ja auch ein integraler Ansatz. Also ne, es gibt was vorher da ist, das zu umarmen und das als Transformation oder als Transmutationsprozess zu sehen, indem ich mir etwas von meiner Frau, sondern meiner Weiblichkeit aneigne, die dann nicht mehr im Patriarchat sozusagen versauert, ja. Und damit brauche ich auch meine alten Machtmittel, ja, wie kann ich durch einen Mann gesehen werden, wie kann ich eine Position bekommen, wie kann ich einen Mann quälen, ausbeuten, ja. Kann ich vielleicht sagen, das mache ich dann nicht mehr, weil ich mir meiner eigenen Kraft zu tief bewusst bin. Und gleichzeitig können Männer ja auch sagen, boah, das Patriarchat bringt mich als Mann dazu, zwar vielleicht Vorteile zu haben, aber auch meistens ja nur, wenn man zur weißen, starken Rasse gehört, ja. Und andere Männer, die haben ja auch keine Vorteile. Und dann, ich will nicht mehr für den Krieg da sein, ich will auch fühlen, ja, ich will mich nicht zur Verfügung stellen. Und die Männer bringen sich ja vor allem viel um. Wer ist in den Gefängnissen? Die Männer bringen ständig irgendwelche Leute um, ja. So 98% sind die Männergefängnisse mit Mördern belegt, ja. Da kann man sich ja auch fragen, Mensch, ey, wie können wir sagen, das will ich auch nicht mehr, ich will zu einer anderen Männlichkeit finden. Und dann kommt vielleicht ein spannender Prozess hinzu, wenn wir jetzt von unserem Gedanken aus diskutieren und in dieses Nichtwissen hineingehen, dann weiß ich das doch noch gar nicht, wie ich mich selber transformiere und wie ich dann sozusagen in so einer Geschlechterfluidität mit Menschen in Kontakt komme. Und alles ist okay, also alles ist gut. Egal, wie ich meine Sexualität definiere oder welche Identität ich habe. Das ist Zukunftsmusik wahrscheinlich. Ne? Aber ich glaube, das ist das, was ja auch im integralen Modell in der Prätransverwicklung hier Prätransverwicklung immer mal zur Sprache kommt, heißt, zwischen Prä und Trans gibt es noch irgendwas Konventionelles. Ja? Mhm. Ich schimpfe jetzt nicht über irgendetwas und ich bin das mal. Also ich verurteile jetzt Autofahren und ich weiß nicht, Fleisch essen und alles ganz schrecklich, aber ich tue das jetzt mal, um einfach mal zu merken, welcher konventionelle oder konservative Anteil ist denn in mir, bevor ich immer alle sagen, boah, ihr seid alle schon die Lichtarbeiter und ich bin schon erleuchtet. Nee, ich glaube, wir können auch immer noch durch so konventionelle Phasen hindurchgehen, um dann zu gucken, wer wäre denn Regina, wenn sie wirklich mal noch mehr und stärker da in eine Transformation kommt und wo man sich auf einer anderen Ebene treffen kann mit Menschen. Ja, dem stimme ich zu. Ich würde aber gleichzeitig sagen, transcend and include. Dass viele genau, ja. Von dem, was man ausprobiert und meint, jetzt es ist auch ganz toll und jetzt nur noch so, jetzt also ja, kein Fleisch mehr essen und dies und bla. Und dass man irgendwann dazu kommt, ja, vielleicht ist das doch zu rigid, vielleicht kann ich ja doch wieder zu was anderes integrieren, was ich merke, entweder tut es mir gut oder ich esse es gern oder wenn wir jetzt beim Essen sind, ne? Oder dass man also nicht alles immer gleich über den Haufen schmeißt und andere Leute blamed, ja, schimpft dafür, dass sie jetzt ja noch nicht so weit entwickelt sind, wie ja. Ich das hier bin, weil ich habe die besseren Ideen und so, ne, also dass wir viel duldsamer sind, sowohl mit uns selber als auch mit anderen Menschen, weil jeder muss nun mal ausprobieren und wenn du in dein eigenes Leben guckst, ist ja auch so, dass du bestimmte Dinge geglaubt hast und plötzlich glaubst du nimmer oder dann verändern sie sich oder du glaubst sie wieder oder du möchtest, siehst das für richtig an, was du vorher für falsch angesehen hast und so. Also ich denke, das ist ein eine konstante Bewegung in der Entwicklung und dass wir vermeiden müssen, so ideologisch zu werden über irgendwas, sondern offen zu bleiben über die Veränderung und die neuen Einsichten. Course correct wäre auf Englisch der Ausdruck. Immer wieder ungefähr wissen, wo ich hin will und gehen und gucken. Ah, und dann merke ich, nee, da ist eine Sackgasse. Da gehe ich mal lieber wieder ein Stückchen dahin und so und so und so. Ich denke, das ist der weibliche Weg. Statt zu sagen, so ist es
Und jetzt machen wir das. Auf Teufel komm raus. Aber das wäre ja die Frage, wie ist denn die Aneignung deiner Weiblichkeit in Adelheid oder wie ist die Aneignung der Weiblichkeit in Regina? Zumindest ist das, was ich am integralen Modell ja auch liebe oder an der Art der Praxis, ist Schubsen, Evolution, heißt ja auch mal Stress machen. Und Stress machen heißt, manche Dinge auch zu überziehen und zu provozieren, um da zu gucken, dass ich einerseits einen weiblichen Körper habe, dass ich Frau bin und gleichzeitig aber auch zwischen den Geschlechtern hin und her springen kann. Und vielleicht ist es so ein bisschen so, dass wir den Kontext, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, dass wir vielleicht wissen, in welchem Kontext politisch oder sozial bewegen wir uns gerade. Und wenn ich den Kontext verstehe, dann weiß ich, welche Fähigkeiten brauche ich denn? Was ist denn für mich wichtig als Entwicklungsprozess, um in diesen neuen Zuständen der Weltveränderung klarzukommen? Und das ist eine Grundsatzentscheidung, dann halte ich nicht fest. Dann habe ich den Wunsch zu verstehen, dann habe ich den Wunsch, mich zu verändern. Und da brauche ich andere Menschen, die auch ab und zu mal mir einen Spiegel hinhalten oder mich mal provozieren und mir gefährliche Fragen stellen. Gefährliche Umstände, ne, brauchen auch gefährliche Fragen und mutige Leute. Also, und ich glaube, dass halt das weibliche Prinzip gerade da eine exponierte Rolle spielen darf. Und auch in der Stärke. Und deswegen sage ich ja immer, dass das weibliche Prinzip an der Stelle eher eine Potenz ist. Also, ich benutze dann eher das Wort Power auch oder Potenz. Mhm. Das ist eigentlich ein Milieu, das ist eine Potenz, die wir nicht so, ja, es ist alles öffnend und zirkulär und ne, es kann auch eine sehr starke antreibende Kraft sein, weil allein der Geburtsvorgang, allein ein Kind aus seinem Körper herauszubringen, ist eine starke Kraft, ist eine der größten Kräfte und größten Muskelkraft, die wir überhaupt im Leben haben. Und von daher ist das Potenzial als Frau, ne, auch enorm stark, die Dinge in die Fläche hineinzukriegen. Ne, die aufzunehmen, aber auch in die Fläche reinzukriegen. Und ich glaube, dann kann man sich schon fragen, ja, was braucht es für männliche und weibliche Qualitäten? Was braucht es für Männer oder Frauen in der Gesellschaftsgestaltung, die manche Aufgaben übernehmen können? Und wenn alles gleichwertig sein kann, ne, dann bin ich aber eher eigentlich bei einer Kulturperspektive. Das heißt also, integral und Evolution bedeutet für mich auch, ich habe eine Vertikale, an der wir hochranken, an der wir uns selbst entwickeln können und dann mehr, ja, mehr Bewusstheit darüber bekommen, wo wir noch hinwachsen können als Menschheit. Genau, Bewusstheit und Offenheit für Veränderung, das ist, denke ich. Und nicht, was du vorhin angesprochen hast, zurück ins Traditionelle aus lauter Angst und dann da auch bleiben. Man kann immer wieder zurück, denke ich. Das ist immer ganz gut, aber weißt du, so wie ein Kind, wenn es langsam anfängt zu laufen und dann immer guckt nach der Mutter, ist er noch da, ja? Und die Mutter lässt es gehen, immer ein bisschen weiter und so. Das ist das, was wir auch machen müssen. Ausprobieren, gucken, aber die Sicherheit von irgendwie, wir haben nun keine Mutter mehr, wir müssen das uns sozusagen gegenseitig diese Sicherheit geben. Und da komme ich zurück auf das, was du vorhin sagtest eben, dass wir irgendwie eine Möglichkeit finden müssen, uns zusammenzutun, ja, als Frauen, um ein anderes, anderes Bild, es klingt so blöd, aber um auch Vorbildsfunktion entwickeln zu können für die, die nach uns kommen. Denn die junge Frau, mit der ich gesprochen hatte, die fühlt sich total, sie traut sich kaum auf die Straße und so. Also die fühlt sich, da in Amerika ist es noch, wenn sie ist Chinesin und da hat sie erst recht Angst, dass jetzt als der Corona kam, dass sie da jetzt als, das ist ja der Chinesen-Virus, dass sie dann also angegriffen wird und dafür verantwortlich gemacht wird und lauter solche Sachen. Das ist eben so ein Ausdruck von Kurzschluss, ne, das in den Köpfen stattfindet. Ne? Ein Virus kommt aus China, also ist China schuld an allem. Ja? Und damit sind alle Chinesen schuld. Und deswegen habe ich das Recht, dir jetzt ordentliche Vorwürfe zu machen. Und sie hat wirklich existenzielle Angst da gehabt. Und das fand ich also schon mal ziemlich schwierig. Und dann auch eben mit in der Beziehung mit Männern war sie völlig verunsichert. Wie? Ja? Und ich denke, die jungen Leute, die in solchen Situationen sind, die brauchen jemanden oder vorbildhafte Bewegungen, ne? Und nicht welche, die dann so sagen, jetzt kämpfen wir da. Die in ihrer Situation hat keine Möglichkeit zu kämpfen, sondern sie braucht einfach nur Halt. Und wenn er dann bietet sich ja immer der Halt an, wieder zurück in die Tradition gehen. Aber das ist wie so ein bisschen aufgeben.
was wir schon. Ja, manche flüchten. Ja, es gibt ja auch Beispiele in dem Film Female Pleasure. Da kann man es ja sehen, dass manche Frauen auch einfach aus ihren Religionen zum Beispiel austreten und auch in andere Länder gehen. Ja, aber du hast es in dem letzten Video auch mit Barbara gesprochen. Also wie verbinden wir uns wieder neu? Wo sind die Räume? Wo kreieren wir Platz und Raum? Also um praktisch in dieser Art der Selbsterfahrung, ja, wie das in den 70er Jahren der Frauenbewegung hier auch war, wo treffen wir uns? Da gab es früher ja die Frauenbuchläden. Da gab es früher ja die Frauenkneipen noch viel stärker. Da gab es Salons, da gab es Notrufstellen mit Cafés. Also es gab viel mehr Orte, wo Frauen sich auch getroffen haben, um da stark zu werden. Und so Mädchen, junge Frauen, ich glaube, manchmal nützt das einfach nur, wenn du nur eine triffst. Also, oder mal ein anderes Beispiel. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt in Zürich auf meiner Reise. Ich habe da eine Lesung gemacht zur Feminasophie. Und dann war das so ein World Café-mäßig aufgebaut. Der war so 22 Jahre alt. Der erzählte mir in einem Gespräch, er hätte jahrelang als junger Mann schon sehr viele starke Depressionen gehabt. Er mochte immer nicht in die Welt und raus und überhaupt so eine Männlichkeit. Er wusste gar nicht, wie er das erfüllen soll. Und dann hat er aber immer seine Schwester und die Freundin seiner Schwester beobachtet. Und dann ist ihm aufgefallen, dass die Frauen, die Mädels, die sich treffen, dadurch, dass sie sich treffen als Freundinnen, anscheinend ein Ventil haben. Und dann hat er angefangen, sich Freundinnen anzuschaffen. Also nicht Geliebte, sondern Freundinnen. Und hat angefangen, wie Frauen sprechen, also als Freundinnen sozusagen zu sprechen. Und er sagt, das hätte ihm enorm aus den Depressionen geholfen. Nur das Sprechen mit Freundinnen. Ja, also ist oft gar nicht viel. Da muss man gar nicht so bombastisch irgendwie, was ich in solchen Seminar machen. Also, aber ne, wenn eine solche Frau wie du getroffen hast, sie trifft vielleicht eine Frau wie dich, lädst sie auf einen Kaffee ein, du redest mit ihr, ja. Und gleichzeitig ist die Ausweitung, also Feminasophie ist ja auch ein Ort, das ist eine Bibliothek, das ist ein Salon, das ist eine Akademie, das soll eine Schule werden, also wenn ich die Kirche finde oder eine Villa. Aber ich finde das auch noch. Und dann stelle ich mir vor, wir gehen so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wir haben den Frauenbuchladen vielleicht nicht mehr wie vor 50 Jahren, aber wir bilden trotzdem eine Art Bibliothek ab, in der die weibliche Geschichte vorhanden ist, in der sie ausgegraben werden kann. Und wir tragen das in die Zukunft für die jungen Leute. Und die können das auf eine andere Art und Weise verwerten, verwenden. Aber man dockt an so eine Ahnenlinie, also was Genuines, woher wir kommen. Und es ist gut, es nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Und wenn du, ich war in Zürich, wie gesagt, und dann haben die Frauen dann Frauenlabyrinth aufgebaut. Das gibt es auch schon seit 25 Jahren. Und du weißt ganz genau, du kannst aus aller Welt kommen. Und da ist dieser Ort und triffst die Frauen da. Und es ist egal, welcher Sprache du bist. Du bist da sofort aufgehoben. Also ich glaube, das muss immer, darf oder könnte überall so kleinere Orte geben, wo Frauen wissen, ah, da ist ein Frauenlabyrinth, da ist ein Frauenbuchladen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Relaunch gibt. Also, dass diese Frauenbuchläden oder Art von Salons, dass das wieder kommt. Also mit Feminasophie soll das ja auch kommen wieder. Kannst du mir erklären, was ein Frauenlabyrinth ist? Ja, Frauenlabyrinth ist wie das Labyrinth zum Beispiel von Chartres. Ne? Also wie man praktisch, man geht los, und dann denkst du, du bist schon am Ziel, aber plötzlich kommt eine Kurve drumherum und dann bist du wieder im Außenkreis. Ah ja, okay. Ja, und es gibt das Frauenlabyrinth, das ist ein besonderer Aufbau. Der ist dann so aufgebaut, dass man sich immer, wenn man auf einer Kurve ist und die andere ist auf der anderen Kurve, nur auf einer anderen Ebene, treffen sich eigentlich praktisch immer zwei Generationen. Also es ist wie, als wenn du die Oma triffst, ne, als Tochter oder als Mutter. So ist das, also es ist ganz anders, also es ist praktisch ein anderer Zugang. Ja, weil du jetzt sagst, die Oma oder die Mutter. Ich finde, wir sollten gerade unsere Generation, wenn wir das können, auch so eine Art Mentorfunktion übernehmen für jüngere Frauen, wenn sie das wollen. Ich habe das Gefühl, die stehen oft unter dem Dampf, dass sie jetzt alles alleine schaffen müssen und dass wir Alten halt Blödsinn oder so. Aber ich finde, ja, das denke ich auch manchmal, Entschuldigung. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die immer wollen, ob die uns immer zuhören wollen. Da müssen wir ein bisschen für sorgen. Ne? Ja, es ist, das ist wahrscheinlich das Zeichen der Zeit, aber ist es vielleicht nicht unbedingt weise? Ich denke, die früheren Generationen hat man ja auch gerne den Omas zugehört und manchmal hatten ja die Omas auch was Gutes zu sagen, nicht? Vielleicht nicht das, was wir heute erwarten von Omas, aber damals, die haben Geschichten erzählt und uns Märchen vorgelesen und sowas. Ne? Das war ja auch ein wichtiges Ereignis, fand ich jedenfalls. Und die Omas von heute werden wahrscheinlich keine Grimms-Märchen mehr vorlesen, aber vielleicht wie Pingola Estes, die Wolfsfrau, also die Essenz der Märchen vielleicht vermitteln können, ja. Kennst du das Buch noch, die Wolfsfrau? Ja, klar.
Ich kenne auch die hier, oder wenn du Luisa Franscher guckst, die ist jetzt, glaube ich, etwas über 70, oder Ute Manan-Shiran, auch eine Frau, die ist leider verstorben. Die würden den Mädchen oder den jungen Frauen ganz andere Märchen erzählen. Also von der Wölfin, die dich frisst, wenn du sie fragst, darf ich bei dir lernen? Ne, der Lerneffekt ist dann sozusagen, ich fress dich, ich gebe dich hin oder so, ja? Also es ist eine ganz andere Dynamik. Vielleicht noch eine Sache, die Barbara hat doch angesprochen, ein Buch. Sie wusste den Titel nicht mehr ganz genau. Es ging um einen Ansatz, der Affidamento. Das habe ich dir geschrieben gehabt. Das haben wir damals im Frauenfeld auch gehabt. Das heißt also, du orientierst dich in diesem Affidamento-Ansatz. Das heißt, übersetzt ja, also mich anvertrauen. Affidarsi, solltest du, ne? Du bist ja Italienerin da. Das heißt, ich traue mich, traue mich einer Frau an, von der ich glaube, sie hat ein Mehr. M-E-H-R. Also sie hat mehr als ich. Also ist in dem Moment Autorität, und das ist ja der Ansatz auch von Hannah Arendt, also eine Autorität anzuerkennen, die dynamisch ist und nicht hierarchisch. Das kann eine Stunde sein, das kann 3 Tage sein, das kann auch ein Jahr sein, weil ich weiß, diese Frau, die, ne, das ist so ein Beispiel, tippt dir auf die Schulter und sagt, hey, du machst, das ist toll, dein Begehren, deine Ideen für die Welt sind super, mach weiter, auch wenn du nicht immer weiter weißt. Aber ich bin da und ich unterstütze dich, und deswegen ist der Dialog mit einer Frau, die mehr weiß als du, in dem Moment vielleicht auch mehr Jahre hat und mehr Erfahrung hat, enorm wichtig, das Begehren und die Leidenschaften und die Ideen von jungen Frauen in die Welt zu bringen. Und da sehe ich mich in der Verantwortung, das sozusagen Ahnin zu sein von der nächsten Generation, mein Wissen, meine Weisheit weiterzugeben. Und deswegen hoffe ich, dass auch Feminasophie, dass wir da Räume schaffen, wo junge Frauen kommen und noch mehr als Gleichheitsfeminismus lernen. Oder wie sie den nächsten tollen Karrierejob machen, oder wie sie Quotenfrau sind, alles gut, aber also wie sie mehr wirklich diese sich aneignen, ihrer zutiefst weiblichen, genuinen Persönlichkeit oder auch Beyond Gender oder Queer, aber da gibt es was in meinem Körper, wer ich bin, ja, oder was ich bin. Das ist das, was ich ja mit dem Mentorsein angesprochen habe, und in der Hoffnung, dass junge Frauen darauf dann zurückgreifen würden und könnten, ja. Aber was ich dich nochmal fragen wollte, du hast irgendwas gesagt von der weiblichen Matrix. Was genau ist das? Was, weißt du, wir sprechen immer so von weiblichen Qualitäten und Pi und Po, aber genau wissen wir eigentlich nicht, wovon da gesprochen wird, ja? Ja, sagen wir mal so, wenn wir mal ein paar Jahrtausende zurückgehen, und es gibt aktuell ein Buch, ich glaube, das ist eine Holländerin, das ist von Vetter Schinken, gerade aktuell rausgekommen, die hat sich über viele, viele Jahre die Mühe gemacht, alle Ausgrabungen und alle Figurinnen von der Venus bis zur Venus von Willendorf und keine Ahnung was alles, ja, ist super aufgelistet, also nach Jahrhunderten, Jahrtausenden, und allein wenn du das Bild siehst, da spürst du, es gibt eine weibliche Geschichte. Es gibt eine weibliche Zeit, in der Frauen eine Rolle gespielt haben, in der Frauen Anerkennung und Respekt hatten, allein wie sie beerdigt wurden, allein wie manche Bemalungen, also alles das, was ja eigentlich mehr oder weniger auch schon irgendwie bekannt ist. Aber ich glaube, die Frage ist, ob wir das anerkennen. Und wenn wir das zutiefst anerkennen, aha, das gibt es, da gibt es irgendeine Art von Zusammenhang zwischen meinem Körper oder dem Leben und der Zukunft und eines Lebenskreislauf, ne, zwischen Leben, Sterben und Leben geben, Leben nehmen, worin ich mit drin bin und geschöpft bin. Und da kann ich ein anderes Vorbild sehen, dann habe ich vielleicht mein weibliches Vorbild. Ich hatte mal kürzlich eine Syrerin in meinem Haus, ich leite hier ein Bürgerzentrum. Mhm. Ich habe dir so einen Satz gesagt, wie ich könnte mit ihr da nicht so mitgehen, mit Mohammed und Gott und Vater und Kinder und so, ja, und der Schöpfer. Ich sage, für mich ist das oft so oben wie unten, und die Frauen kriegen in der Regel meistens noch die Kinder, also bevor die Computer das vielleicht für die Frauen noch erledigen, keine Ahnung, Künstliche Intelligenz, aber im Moment ist das so. Und dass für mich es gar nicht sein kann, dass ich von einer Göttin oder einer großen Mutter nicht sprechen könnte, die uns Leben gibt. Also das als Matrix. Ich habe ihr angesehen, dass ich sie in dem Moment im Gehirn komplett verwirrt habe. Ich hatte nachher schon ein schlechtes Gewissen, ob ich ihr vielleicht ihre Religion gerade kaputt gemacht habe und sie möglicherweise sogar den Halt verliert. Ja, also dass sie das noch nicht mal denken kann und nicht mal aussprechen kann. Und von daher glaube ich, dass die Matrix, ja, unsere weibliche oder eine Urmutter oder Worte, die wir dafür auch haben dürfen, es ist etwas, woran wir uns wenden können in der Not.
Simone Weil hat gesagt, die Göttin kann auch ein Konzept sein, oder Gott, es kann auch ein Gedanke, es kann ein Konzept sein, die mir hilft, an etwas zu glauben. Das muss ich gar nicht wissen, dass es das gibt, aber also auch etwas anzubieten, ne? Den Mädchen, den jungen Frauen etwas anzubieten als Vorbild und damit sagen, boah, ey, das hat auch die Lucy Erregerei geschrieben. Also wir haben in unserer Transzendenzsuche, das haben wir im Integralen ja auch, also das Transformieren, ja, Transzendieren heißt ja, an was für ein Gottesbild orientiere ich mich denn dann? Integrales Gottesbild, wen haben wir denn in der Geschichte in den letzten 2000 Jahren? Das sind ja alles Männer, Buddha, Jesus, Mohammed, sag ich mal. Aber in unserer Transzendenzsuche praktisch ein etwas Weibliches zu sehen. Mhm. Also ja, Maria oder Maria Magdalena sind ja gerade auch zwei, die gerade sehr stark ausgegraben werden. Da gibt es ja interessante Evangelien, also wo ich glaube, was hat dann eigentlich mal Maria Magdalena alles so drauf gehabt? Und das könnte für mich auch ein Vorbild sein, mich in etwas hinzutranszendieren, und vielleicht würde es sogar meine Spiritualität wieder mehr ins Fließen bringen, weil ich kann mich dann mit dem Gottvater, können ja viele Frauen nicht, oder katholischer Kirche, wo sie keine Priesterin haben dürfen, kann ich ja nicht mit anfangen. Ja, aber auf katholische Kirche, die haben wir jetzt die Maria, ne? Was die evangelische nicht hat. Aber ich wollte nur auf das Erlebnis mit der Syrerin zurückkommen, dass du sagst, dass du sie vielleicht verwirrt hast. Ich denke, du hast vorhin gesprochen, man braucht manchmal Stress, um sich zu entwickeln. Und ich denke, einer meiner Aufgaben ist genau das, mit Leuten zu machen. Ihnen Sachen zu sagen, diese erstmal, ich meine, ich werde dafür oft total abgelehnt, ja, aber ich denke irgendwann, ich muss den Samen legen. Und dann entweder wird er gegossen von den Menschen oder nicht. Ne? Entweder wächst ein Pflänzchen drauf oder nicht. Aber ich denke, wenn ich an mein Leben zurückdenke, da waren immer irgendwelche Menschen, die mir irgendwas gesagt haben, und meinetwegen war ich total böse darüber, ja, und so. Aber dann irgendwann kommt es dann mal und dann denkst du, dann später sagst du, Mensch, ja. Ne? Und wir müssen, glaube ich, das ist Teil unserer Aufgabe, das zu tun, Menschen zu verwirren, sagen wir mal, damit sie offen werden, was Neues zuzulassen oder überhaupt nur denken zu können, dass es noch was anders gibt als das, was sie bislang so gekannt haben. Ich denke, du wirst da zustimmen, unser eigener Weg ist so gewesen. Ne? Das ist eine graduelle Öffnung zu immer mehr Möglichkeiten. Und ich bin heute so weit, dass ich sage, ich sage nicht mehr von vornherein, dass es etwas nicht gibt oder dass etwas unmöglich ist. Das ist absolut ausgeschlossen. Früher habe ich immer gesagt, das geht doch nicht und das geht doch nicht. Jetzt kann ich sagen, ja, ich finde das unwahrscheinlich, ja, aber wer weiß, ja, vielleicht ausprobieren, gucken, wie es geht und so. Ne? Guck mal, es gibt ein schönes Beispiel dafür. Soweit ich das statistisch jetzt richtig in Erinnerung habe, werden nur allein in Deutschland 80.000 Menschen geboren, die nicht eindeutig sexuell männlich oder weiblich zu identifizieren sind. Früher hat man das ja schambesetzt unter der Decke gehalten. Die Babys wurden ja meistens dann geschlechtsangelegt. Entweder wurde dann Penis oder Hoden. Manchmal waren es nur ein Hoden. Manchmal waren es ja Menschen, die intersexuell dann auch noch Gebärmutter oder einen Eierstock hatten, wurden angeglichen, weil man dachte, ja, das ist dann schwierig für die Kinder. Aber heute, weil die Gesetzgebung sich verändert, tendieren immer mehr Menschen und vor allem auch die Eltern dazu, ihre Babys vor ihrem 18. Lebensjahr komplett so zu werden zu lassen, wie sie auf die Welt kommen, und dann das Kind sagen, ich kann mit 18 dann selber entscheiden, ob ich eine Geschlechtsanpassung mache oder nicht. Und das, finde ich ja, bewirkt in unserer Matrix eine, und das ist ja nur in Deutschland, das ist ja weltweit, und das sind ja richtig viele Menschen, die jedes Jahr, weil nämlich die hormonelle Entwicklung, ne, im Embryo nach 4 Wochen nicht immer 100% funktioniert, wie man das sich so vorstellt. Und die kommen aber jetzt in die Gesellschaft. Die diskutieren mit uns, die stellen Fragen, die wollen andere Räume, die wollen natürlich im Pass nicht M oder W ankreuzen, da kommt dann ein D dahin oder was anderes. Also die fordern uns als Gesellschaft darüber hinaus, dass wir nicht nur eine binäre Identität haben können. Also da gibt es viel, viel mehr. Und das finde ich super interessant, weil da glaube ich, was du sagst, vielleicht vor 10 Jahren konnte ich mir das nicht vorstellen, aber ich kann mir das jetzt vorstellen, dass dieses Androgyne, also das über uns selbst hinauswachsende mit den Menschen, die dieses Intersexuelle mitbringen, ja, uns da wirklich, ja, auch eine goldene Matrix liefern, ja, dass es noch was anderes gibt und dass wir als Menschheit daran reifen können. Ich hoffe, dass immer mehr Menschen das auch annehmen können, dass wir wundervolle Wesen ständig auf diese Welt geboren werden. Und alles durch den Körper einer Mutter. Das heißt also, die große Mutter, wenn man so sagt,
die gebiert erstmal alle. Und unsere vielleicht patriarchal oder zu einengende Vorstellung von Menschsein sortiert erstmal alle aus und dann sind wir alle schön Parabeln im Familiensystem rauf und runter, irgendwie halb normal, aber es ist eng. Wir könnten viel klüger und viel weiter schon sein, glaube ich, wenn wir da mal mehr mitgehen würden als Gesellschaft. Ja, ich denke, die Gesellschaft ist da noch nicht reif dazu. Aber was ich hoffe, dass unsere Entwicklung dahin geht, dass sexuelle Identität überhaupt nicht mehr wichtig ist, sondern dass wir dahin gehen, dass man Mensch ist, Mann, Frau. Ne? Dass man also wirklich nur von Mensch spricht und nicht von Frau dann in Bezug zum Beispiel auf der Gebärfähigkeit und solche Dinge, ne? Und Männer in Bezug auf Zeugungsfähigkeit. Aber dass man sich nicht mehr eine Identität daraus schaffen muss, wie man sexuell drauf ist. Ja, das, ich halte es ehrlich gesagt für komisch, dass man sich eine Identität daraus schaffen muss. Ich bin nur eine Frau, ja, ich bin eine Frau, ja klar bin ich eine Frau, aber das ist nicht das Wesentliche, wer ich bin. Ja? Ich bin erstmal ein menschliches Wesen mit bestimmten Eigenschaften, bestimmten Wünschen, bestimmten irgendwas. Und dann bin ich auch eine Frau. Aber dass man das so als allererste Stelle sieht, wie das im Moment leider für meine Begriffe so ein bisschen der Fall ist, da bin ich nicht so einverstanden. Ich finde, das ist ein Teil der Identität, aber nicht die einzigste. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ist auch wichtig. Ich glaube, das sagen ja auch oft Menschen, homosexuell und so weiter, die sagen ja auch, ja, sexuelle Identität ist ja nur ein kleiner Teil von mir. Ich lese auch Bücher, ich gehe auch studieren, ich bilde mich in bestimmten Fächern fort und ich interessiere mich für Kosmologie und so, ne? Keine Ahnung, das ist ja nur ein Teilbereich davon. Also wenn man das mal sieht, wie begrenzt wir Gesellschaft konstituieren aufgrund dieser geschlechtlichen Zuordnung. Ja, Adelheid, da geht noch was, ne? Also da geht noch was, wir können uns also über diese Kontexte hinaus weiterentwickeln. Wird noch ein paar Jahrhunderte dauern wahrscheinlich, aber wir sind mittendrin in der Evolution und immer wieder neue Ansätze. Und wenn wir uns einbringen, schubsen, provozieren, uns öffnen, manchmal den Speer werfen, auch alles gut, wütend werden dürfen, ja, und sagen, nee, das ist nicht richtig, das gibt es noch eine andere Richtung. Und die Aneignung des Weiblichen oder des Männlichen, wie auch immer, spielt eine große Rolle. Und insgesamt darf die Gesellschaft durchaus jetzt aber ein bisschen Gender-Balance mehr haben und auch mehr Ethik, mehr Empathie, mehr Kooperation, mehr eine Partnerschaftsgesellschaft aufbauen. Also da bin ich auch voll bei Barbara. Absolut, Partnerschaftsgesellschaft. Und dass jeder Mensch in seine eigene persönliche Macht gehen darf und kann. Und dass das gefördert wird und nicht in Herden Verhalten, ne? Dass man irgendjemanden hinterherläuft, nur weil er sagt, so und so, so sollst du sein. Ne? Es ist halt schwierig. Ich meine, du weißt es ja selber aus der eigenen Entwicklung. Die Verantwortung für sich selber übernehmen und dann selber zu wissen, wo man hin möchte und hingehen wird und so weiter, statt jemanden zu haben, der sagt, ach so und so ist es und so musst du machen. Und das ist in gewisser Weise einfacher. Ne? Und bevor du nicht eine gewisse Reife erreicht hast, ob das nun seelenmatrixmäßig ist, also vom Seelenalter oder auch deiner persönlichen Entwicklung, ist es halt schwierig, diese Verantwortung zu übernehmen. Und dann kommt man halt wieder dazu, die Menschen, die das noch nicht können, dass sie irgendwelchen falschen Göttern hinterherlaufen, sagen wir es mal so, ja, statt den Gott oder die Göttin in sich selber kennenzulernen und zu entwickeln. Ich denke, das ist, wo wir sind und wir können nur das tun, was wir tun können. Ja, jeder hat ja auch ihre eigenen Leidenschaften in sich, ne? Also ich bin da ja auch schon immer dabei und ich setze mich dafür ja auch ein, dass dieses Wort weiblich und Frau sein auch auf eine gewisse Art und Weise wieder salonfähig wird. Und ich nutze es tatsächlich, glaube ich, als Transmissionsriemen oder als Schiene, weil ich bin ja für mich als Regina ja auch schon viel weiter an der Stelle, ja, Identität und so weiter, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Also ich beziehe mich da ja auch auf etwas in mir, was ich als Weg gerade sehe, also als Brücke. Und ich kann sie nicht männlich nennen, es geht nicht. Ich kann sie entweder in Balance, aber wie kommt etwas in Balance? Also plädiere ich dafür, lass uns ein Paradigma aus dem weiblichen Erfahrungsraum nehmen. Lass uns darüber reden, was das sein kann und kann uns gucken, wie kann man das als kollektive Matrix auch erklären oder nehmen und ermöglichen. Weil wir sind in einer anderen Zeit.
Zeitrahmen. Also wenn wir sagen 10.000 Jahre, ne, hat das Patriarchat angefangen, Zäune zu bauen, Tiere in den Stall zu stellen, sesshaft zu werden, ne, und so weiter. Es wurden immer mehr Familien gegründet, es wurde immer mehr Eigentum entstand und immer mehr Boden und so weiter. Das musste ja alles beherrscht, kontrolliert und enteignet werden. Und jetzt kann nicht mehr bei 7,5 Milliarden Menschen kann nicht jeder einen Gartenzaun um sich rum machen. Das geht nicht. Also wir haben einfach diesen Platz auf dieser Erde nicht mehr. Wir haben zu wenig Planet für viel zu viele Gartenzäune und viel zu viel Trennung. Also wir müssen die Gartenzäune wegmachen, wir müssen aufmachen und wir brauchen nicht mehr die patriarchale Kontrolle von eins, dass wir möglichst viele Kinder und möglichst viele Söhne haben, die dann für Altersrente oder für unser Tier, ne, dass es nicht geklaut wird oder für das Eigentum, dass es bewacht wird, das brauchen wir nicht mehr. Ja. Das ist ein Gedankensprung. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Art von Gesellschaft und das heißt, es ist die Frage, ja, wie spielt das dann alles miteinander zusammen? Hoffentlich kann ich da nur sagen. Und ich denke da halt aus meiner Erfahrung, es ist, hat viel mit Schattenarbeit zu tun, mit deinem eigenen psychologischen Reagieren auf die Welt. Und das ist noch gar nicht besonders bewusst, wie Mensch so psychologisch die Grundaktionen und Reaktionsweisen, die dann immer wieder dazwischen kommen, zwischen all den guten Ideen und Gedanken und dann schießt dann das Stammhirn wieder durch. Ne? Und ich denke, wir müssen da noch sehr viel mehr arbeiten in der Richtung, zu erkennen, was unsere menschlichen Grundstrukturen sind und die take into account, wie sagt man da auf Deutsch, zu berücksichtigen, wenn wir dann neue Strukturen aufbauen wollen. Und zu wissen, dass es eben, dass wir Ängste haben, jede Art, die sofort getriggert werden können und dass wir Sicherheit brauchen. Und früher war halt die Sicherheit, und es gibt ja noch immer genug Occasions, genug Fälle, wo die Sicherheit von körperlicher Stärke abhängt, ne? Wenn du dich wehren kannst. Als Frauen, ich sage ja immer, Frauen, Mädchen müssten von klein auf diese japanischen Kampfsports üben, damit sie das Gefühl haben, sie können sich wehren. Ne? Weil es ist halt immer noch so, dass im Durchschnitt Männer mehr Kraft haben als Frauen. Und in solchen rudimentären Situationen, ganz egal wie dann die Gesellschaft ist, dann kommt es immer wieder zu solchen Situationen, wo du einfach dich verteidigen können musst. Ne? Und wenn du keinen Mann hast, der dich verteidigt, wie das früher so im Allgemeinen sinnvoll üblich war, dann müssen wir das selber können. Und in einer entwickelten Gesellschaft, ja gut, dann gibt es andere Wege. Aber es ist auch eine Kontrolle des Adrenalin letztendlich, die wir brauchen. Denn wenn das überschießt, dann gibt es eben Aggressivität. Und irgendwie, glaube ich, um den Kontrollfaktor komme nicht ganz herum in irgendeiner Art und Weise. Ja, weil das hat viel damit zu tun, das weiß ja auch die Soziologie, toxische Männlichkeit, Abwendung von der Mutter, Frauenhass, ja, Antifeminismus, wie das alles zusammenhängt. Aber lass mich noch ein Bild vielleicht zum Schluss machen. Also das war ja immer die Forderung auch der alten Feministin, wir brauchen eigentlich eine Welt, in der die Frau keinen anderen Mann braucht, um sich vor anderen Männern, die gefährlich sind, zu schützen. Mhm. Ja? Das ist ja sowieso so ein Doppelbinding. Ja? Man braucht einen Mann, um sich vor einem gefährlichen, also man braucht einen guten Mann, um sich vor einem gefährlichen Mann zu schützen, anstatt eine Gesellschaft herzustellen, in der die Frauen und Männer innere Stärke haben, wie sie sich ins Leben stellen. Aber ich mache nochmal den Schlenker zu einem Beispiel am Schluss, ganz konkret politisch. Also was brauchen wir für Räume? Wie können wir miteinander kommunizieren? Wie kriegen wir im Kleinen, da wo wir leben, Veränderung hin? Und was ist dann vielleicht auch ein weiblicher Weg, ein weiblicher Aspekt, wie ich das einbringe? Ich habe mich ja auch, weil ich hier im Bürgerzentrum arbeite, ich hatte ja auch eine Bürgermeisterin-Kandidatur gemacht in Bayern jetzt am Anfang des Jahres. Ich habe mich mit Haushaltsplanung, ich habe mich mit Flächennutzung, Städteplanung und so weiter habe ich mich auseinandergesetzt. Und jetzt habe ich mir mal angeguckt, wie werden Marktplätze am Rathaus in Deutschland teilweise gestaltet. Da, wo ich arbeite, hat man so Bänke gemacht aus Metall, aber man hat die Bänke alle sozusagen so gemacht, dass ich den anderen gar nicht sehen kann. Also praktisch wie in der Reihe. Und wenn du jetzt mal in die Geschichte guckst, ja, man hat früher das germanische Wort Ting, heißt heute mach dein Ding. Das heißt, aber es war der Kreis. Also wenn ich jetzt Städteplanerin wäre und ich würde das jetzt da bestimmen können, dann würde ich meine Städteplanerinnen und Architekten mal, ne, lass das mal machen. Wir machen jetzt nicht die Reihe am Marktplatz, sondern wir machen diese Stühle als Kreis.
Und dann hätte man, wenn man mal eine Bürgerversammlung braucht, hätte man auf dem Marktplatz vom Rathaus schon befestigte Stühle, die müsste ich noch nicht mal anschleppen und könnte, sagen wir mal, mit 30, 40 Bürgerinnen vor Ort mal ein Thema bewegen. So könnte Flächen, Städteplanung aussehen. Mhm. Ja, und das ist für mich ein Beitrag als Frau, ne, den ich als weiblich empfinde, weil der ist kommunikativ, öffnend, einladend, mhm, beteiligend. Kann ich dir dazu sagen, hier in Terni gibt es Halbkreise zumindest, mhm, schon. Nicht ganz, mhm, Kreise. Ja. Aber man kann das aber auch einfach in der Architektur schon bestimmen, aber es muss jemand da sein, ja, eine Frau vielleicht. Sag, Mensch, das ist doch eine tolle Idee, das machen wir jetzt so. Ja? Was haltet ihr davon? Mhm. Da muss man erstmal den Dienstweg einhalten. Es kann auch ein halbes Jahr dauern, bis sich jemand überhaupt erstmal gehört hat, aber man muss dranbleiben dann als Frau auch, hartnäckig bleiben. Ne? Mhm. Ja, also. Wir müssen uns einsetzen für das, was wir gerne haben wollen, genau, und nicht darauf warten, dass andere Leute uns, ja, das servieren. Ne? Und das ist eigentlich auch eine Botschaft, die man auch an die jüngeren Frauen stellen, mhm, kann. Nicht jammern und meckern, dass alles so furchtbar ist, sondern nimm es in die Hand. Ja, mach. Genau. Mhm. Genau, so eine gute Sache. Ne? Also selbst die Dinge in die Hand nehmen, machen, was mir einfällt. Und Zeiten sind nicht günstiger, um diese Dinge auch wirklich jetzt mal laut zu sagen und sagen, die Zeit ist gut, mich einzubringen und auch mit meinen Ideen, mögen sie auch etwas komisch wirken, ja, es ist gut so, das zu tun. Und dann noch vielleicht als Schlusswort, wir haben ja als Frauen die Tendenz, dass wir erst perfekt sein müssen, bevor wir was tun. Und davon sollten wir etwas loslassen und einfach losgehen, machen. Ja. Auch wenn wir noch nicht perfekt sind, sondern man lernt ja dazu im Laufe. Ja, wir bringen den Ball ins Spiel, ne? Einfach den Spielball reinschmeißen, den Ball ins Rollen bringen, ne? Und wir haben, genau, Glück davon, einer wird schon was, ne? Genau. Ja, danke. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Mhm. Wir werfen uns die Bälle zu, aber du musst den werfen und nicht behalten und darauf warten, dass jemand anders kommt und dich einlädt, dass du den Ball weggibst. Ja, genau. Lass uns den Ball werfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Anhalt. Alles Gute. Ja, danke. Ciao, tschüss. Ciao.